Der blutrote Hartriegel zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Die Herbstfärbung ist bei dieser Pflanze nämlich total toll anzusehen. Die ansonsten grünen Blätter, die verfärben sich jetzt langsam leuchtend bis dunkelrot. Und hier ist so eine schöne lila Färbung schon fast zu sehen. Und auch wenn man hier mal einen genauen Blick drauf wirft, die einjährigen Zweige, die verfärben sich auch rot. Allerdings nur auf der Seite, wo die Sonne drauf fällt. Wenn man das jetzt einmal umdreht, dann sieht man ganz gut hier unten drunter, wo keine Sonne drankommt, da sind die Zweige grün. Verursacht wird die rote Färbung durch die Einlagerung von Anthocyanen. Die haben für Pflanzen verschiedene Funktionen. Zum Beispiel schützen sie die Pflanzenzellen vor zu starker Sonneneinstrahlung. Übrigens ist der rote Hartriegel bei Tieren sehr beliebt. Zur Blütezeit lassen sich hier viele Insekten nieder, unter anderem auch Falter. Und es gibt einige Falterarten, etwa 30, die den roten Hartriegel auch als Raupenfutterpflanze nutzen. Darüber hinaus lassen sich hier natürlich auch Vögel nieder. Zum einen nisten sie in diesem Gehölz, zum anderen nutzen sie aber auch die Früchte als Nahrung, gerade im Spätsommer und im Herbst. Der rote Hartriegel ist ein Pioniergehölz und außerdem erfüllt er da eine total wichtige Funktion. Der wurzelt relativ flach und mit Hilfe seiner Wurzeln ist er in der Lage, den Boden sehr gut vor Erosion zu schützen und ist deswegen ganz, ganz wichtig, um zum Beispiel kahle Hänge zu befestigen.